Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Overlord Teil 1. Wir steigen wieder hinab ins Böse und waren das letzte Mal damit beschäftigt, den Schmiedeofen für unsere böse Unterwelt wieder zurück ins Dunkle zu bringen, beziehungsweise in unseren Turm zu bringen. Der Weg war nicht einfach. Und die Schergen haben jetzt auch schon die Schmiedekammern geöffnet. Und ich würde doch mal sagen, wir als Overlord sollten uns das doch mal anschauen, oder? Ich würde sagen, das ist der Schmiedeofen. Beziehungsweise die Schmiedekammer. Ah, die Schmiede, Herr. Hier wurden Waffen geschaffen, die Trollkönige vernichten können. Und Rüstungen, die sogar den Atem eines Drachens abhalten. Gunther wurde zum Schmiedemeister befördert. Er wird euch herumführen. Der Ofen wird aufgeheizt, Herr. Folgt Gunther in die Schmiedekammer. Einen Augenblick, ich muss mal ganz kurz was machen. Zack, zack. Okay, weiter geht's. So, was hat er denn Schönes? Also, wenn ihr euch an die zweite Overlord-Teil erinnert, da sieht das hier schon deutlich anders aus, oder? Also, ich finde es sogar schon vielversprechender als das, was im zweiten Teil war. Macht auf jeden Fall mehr her. Schmiedemeister Gunther, Herr. Ja. Was haben wir denn Schönes? Hier könnt ihr neue Objekte schmieden und alte weiterentwickeln. Also, gleich alles in einem. Was heißt weiterentwickeln? Ah, Stahlrüstung können wir weiterentwickeln. Die Stahlaxt können wir noch höher machen. Okay. Hier könnt ihr neue Objekte schmieden und alte weiterentwickeln. Ihr könnt drei Arten von Objekten schmieden. Waffen, Helme Was und heißt Rüstungen. Hier wählt ihr den Materialtyp aus, Herr. Der hängt von den Schmelzöfen ab, über die ihr in eurer Schmiede verfügt. Ihr könnt drei Arten von Objekten schmieden. Waffen, Helme und Rüstungen. Ihr könnt drei Arten von Objekten. Ich überlege gerade. Waffen, Helme. Ja, das hast du jetzt schon dreimal gesagt. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht mal so einen Morgenstern ausprobieren sollte. Ob das vielleicht besser aussieht. Ob ich die Axt behalte oder einfach weiterentwickle. Hier wählt ihr den Materialtyp aus, Herr. Der hängt von den Schmelzöfen ab, über die ihr in eure irdisches Schmiede Metall fachmännisch für euch geschmiedet. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Einfach nur mal so zum Test. Wir nehmen das. Ihr könnt Objekte mit dem Leben eurer Schergen tränken. Je mehr ihr opfert, desto mächtiger wird okay, das hat sich. Die Kosten und die maximale Anzahl an opferbaren Schergen werden durch das Objekt und das Material bestimmt. Aber übertreibt es nicht, Herr. Vergesst nicht, dass die Schergen eure tödlichste Waffe sind. Brecht also nie. So, wir nehmen mal 23 Stück. Euer Objekt kann jetzt geschmiedet werden, Herr. Das Opfern der Schergen, das hat sich ja nie geändert, so wirklich. Die opfern sich immer noch gerne für uns. Ah, der Morgenstern. Ja, sieht nicht schlecht aus. Kann man mal machen. Die Axt sah zwar auch eigentlich gut aus, aber ich denke mal, wir gehen jetzt erstmal mit so einem Morgenstern rum. Und leuchten tut er jetzt durch die braunen Schergen auch gut. Also machen wir das erstmal so. Dies ist eure Waffenkammer, Herr. Hier könnt ihr Rüstungen und Waffen aufbewahren. Das heißt, wir können auch immer wieder wechseln, unser Kleiderschrank sozusagen. Aber wir haben ja jetzt erstmal alles soweit. Sprengmeister von Wilfried Wanst. Ja. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal weiter. Träger des Staates. Ein Zügelland, oder? Weil mit den anderen, da gab es ja jetzt nicht weiter. Vielleicht kommt jetzt eine neue Aufgabe ans Licht. Erstmal hier noch nicht. Nehmen trotzdem mal ein paar von denen und ein wenig von denen. Ja gut, wir können ruhig hier mitnehmen. Zack.
Nehm trotzdem die braunen mal dran, weil die roten, wie gesagt, die nehme ich immer im Hintergrund mit. So, und da würde ich doch mal schauen. Es geht eigentlich um die Wurzeln, ne? Die Wurzeln sollen ja teuflisch weiterwachsen. Ja, hier jetzt lang. Es riecht nach gebratenem. Wir machen die Tore wieder auf. So, und ich will jetzt mal schauen, irgendwas war mit den Elfen. Ich erinnere mich noch daran. Na, alles gut? Ja, sitzen sie auch wieder draußen. Es ging in diese Richtung. Hier, glaube ich, lang. Irgendwas war mit den Elfen. Hier entlang. Und ihr seht auch schon, diese Wurzeln, die machen wirklich komische Anstalten. Das kann wirklich nicht normal sein. Ah, direkt wieder ein Hindernis. So, stört mal die Barriere hier. Also, man will direkt verhindern, dass wir hier lang gehen. Das ist schon mal ein sehr guter Weg, den wir einschlagen. Okay, alles weg. So, und da bin ich jetzt mal gespannt, worauf wir jetzt stoßen werden. Oder alle. So. Der Dunkelwald wartet darauf. Der Wald steckt einst voller Elfenmagie. Kreaturen und Pflanzen existierten in Harmonie und einem grünen Blätterdach. Jetzt ist alles dunkel und verdorben. Also. Oh, es gefällt mir so, wie es jetzt ist. Fertig? Okay. Also, der Dunkelwald wartet darauf, erkundet zu werden von uns. Recht düster. Automatisch gespeichert. Ja, hier haben wir mal wieder was Schönes. Wir wollen aber nicht zurück in den Turm. Wir wollen den Dunkelwald erkunden. Hm. Ach, wieder Einhörner. Ich sehe jetzt schon das Übel. Wer weiß, ob die... Ja, er kommt mit. Wer weiß, ob die so... Wer beschmutzt diesen einst grünen Boden? Was? Kannst du doch gar nicht wissen. So. Wer weiß, ob die genauso stark sind wie in der vorigen... in dem nachfolgenden Game. In der zweiten Episode. Also hier kommen wir nicht rüber. Wir wollen mal schauen, wer da gesprochen hat, oder? So, wir gehen mal... Oh, hier. Hier sind Leute. Was für eine Kreatur haben die Träume hervorgebracht? Oberon ist wirklich krank. Elfen, auch die Toten, kommunizieren per Telepathie mit allen magischen Geschöpfen, Herr. Faules Volk. Es muss beweisen, dass es keine Manifestation ist. Wenn ihr irdisch und nicht geistig seid, sucht die einhörnigen Geschöpfe. Einst hatten sie heilende Fähigkeiten. Jetzt lechzen sie nach dem Blut lebender Kreaturen, aller lebenden Kreaturen. Blut! Blut! Ah! Erlöst sie von ihrem Leid und kommt zurück. Dann erfahrt ihr mehr über den Schmerz des Dunkelwalds. Also wir sollen sie theoretisch töten. Und ich denke mal, dass er uns auch nicht vorher durchlässt. Also gehen wir jetzt direkt hier lang. Oh, der ist schon verletzt. Labe, überschätzte Klepper. Ich hasse Elfen. Nee. Aber lang nicht so sehr wie verdammte Einhörner. Verletzt ist er nicht. Blutrünstig. Ja, aber ich glaube nicht zu deinem Vorteil. Okay, wieder drauf. Ja,
Lass bitte angreifen. So, jetzt vorbei. Los. Aua. Das tat weh. Gleich nochmal drauf auf das Einhorn. Sehr gut. Eins von zwei. Also da muss noch irgendwo eins von den Viechern sein. Hier auf jeden Fall nicht. Da. Eine beeindruckende Gestalt kann das Wasser betreten. Schergen jedoch nicht. Nun ja, sie können schon. Aber sie ertrinken auf ziemlich unterhaltsame Weise. Ihr müsst eine Brücke für sie. Ja, ich hab hier eine. Da müssen sie bloß drüber gehen. Bleib doch mal da. Nein. Da. Wunderbar. Ja, es tut mir leid, aber... Habt ihr jetzt das eine und schon aufgeweckt? Ja, also aufgeschreckt, ja. Gleich mal jagen gehen, das Vieh. So, lass mal Ruhe und wieder drauf. Vor allem, das tritt nach hinten aus und alles, was ringsrum ist, wird einmal weggeballert. So, ich mache mal jetzt platt. Bluthörner sind ausgelöscht. Aber wir haben hier noch was ich sehe. Nehmt das gleich mal mit. Ja, okay. Und hier drüben können wir direkt das Rad betätigen. Ich schätze mal, da geht es direkt wieder zu dem Anfangspunkt, wo wir hergekommen sind. Die Brücke baut sich auf. Einmal drüber gegangen. So. Ah, genau, das ist wieder das Anfangsgebiet. Der Zorneszauber stachelt eure Schergen an, Herr. Und er verbessert ihre Gesundheit und Rüstung. Der Zorneszauber? Muss mal gucken, ob ich dann später... Also ich werde dann nochmal reingehen. Um da mal schauen. Vielleicht kann ich den auch so erlernen. Oder ich habe ihn schon. Weiß ich noch nicht. Okay, hat mir ja festgestellt, da kommen wir nicht rüber. Wir reden nochmal mit den Elfengeistern. Oh, jetzt hängt's kurz. Einen Augenblick. Haben wir es jetzt? Ja. Wunderbar. So, jetzt wieder mit... Die Einhörner sind tot. Diese Dunkelheit wird dadurch jedoch nur kurz erleuchtet. Hört auf den Wald. Seine Traurigkeit erzählt euch mehr. Okay. Ich höre auf den Wald. Zack. So, dann wollen wir mal weitergehen. Was ist das? Wieder solche Ratten. Ah, hier haben wir noch welche. Die kommen aus der Erde raus. Direkt so Untote. Da ist eine weitere. Wir müssen da drauf. Okay, die haben wir auch beseitigt. Gleich da die nächsten. Der Kampf gegen Träume ist wie der Kampf gegen den Wind. Die Blätter am Baum, die Vögel im Himmel, sie sind überall. Hm. Ist wirklich ein sehr düsterer Ort. Reiste einst durch die Länder und bezwang das Land.
Doch als er zurückkehrte, verlor unser großer Held seine Lust an der Schlacht. Als die Zwerge uns angriffen, wollte er nicht kämpfen. Oberons Klinge wurde stumpf, sein Bogen brüchig und er wachte nicht mehr aus seinem Schlummer auf. Dieser Baum wuchs um ihn und umschlang ihn mit seinen Ästen. Dann begannen die Träume. Tötet Oberon? Ich soll ihn töten. Oberon verlieh seinen dunkelsten Träumen Gestalt. Sie schlugen die Zwerge zurück. Der Baum wuchs über die Gegend, in der sich die Eindringlinge befanden. Aber seine Wurzeln entzogen dem Wald die Kraft und zerstörten alles darin. Also irgendwie... Da reißt sich doch mal zusammen. Ihr rührt diese Blüten nicht, Herr. Ihr müsst zunächst Schergen finden, denen Gift nichts anhaben kann. Ja, das wird... Nur sie können diese giftigen Blumen zerstören. Das wird das nächste Problem sein. Wir müssen das grüne Nest finden. Hier geht's weiter. Oberon, netter Name. Dieser Elf wird durch einen mächtigen Schild geschützt. Wurzeln verleihen ihm Energie. Und wir sollen die irgendwie zerstören? Mal schauen. Was? Was geschieht? Ich fühle, wie der Baum zittert. Der Schild wird schwächer. Ihr müsst die anderen Wurzelknoten zerstören. Eins von sechs. Ohne Zweifel leidet das Zwergenland schwer unter den Folgen des Krieges. Wir müssen uns einen Weg bahnen, Lord. Findet den Eingang in das Zwergenland. Naja, mal weiter. Welche von diesen blöden, untoten Ratten? Aber hier werden wir nicht rankommen, solange diese Wurzel noch hier ist. Was sind das? Alles klar, schon vernichtet. Na, hier auch? Nee. Grüne Schergen, wir haben Glück. Sie können den giftigen Pflanzen im Dunkelwald widerstehen. Ihr müsst ihr Nest finden. Alles klar. Grün stinken. Alles klar, ihr seid schon wieder sehr nett zueinander. So, es hängt jetzt eh an dieser Stelle. Ich würde trotzdem erstmal sagen, ich beende das an dieser Stelle. Freue mich natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet, um mit zu beobachten, wie wir dann auf der Suche nach dem grünen Nest schon sind. Und um weiter den Anführer der Elfen, der jetzt in einem Baum gefangen ist, irgendwie zu vernichten. Das wird echt spannend, die nächsten Folgen. Freue mich natürlich, wenn ihr dann wieder eingeschaltet habt. Sage schon mal bis dahin, euer Paddy und ciao.